ein bisschen Gold. Herr Kessler ist drin, Herr BJ. Und vielleicht sammeln wir nur ein bisschen Energie, falls es gleich wieder losgeht. Herr Kessler ist hier drin. Er erwartet Sie. Das kann ja nur schief gehen. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Er wusste das Passwort. BJ. William J. Blaskovich, US-Militär. Ich beziehe mich dann mal. Ja, ich erkenne Ihre Stimme wieder. Agent One ist tot. Hier geht's gleich richtig zur Sache. Trink ich hier so viel rum. Oh ja. Ich kenne diese Szene. Aus einem Stream von einem anderen YouTuber-Streamer. Ach, da ist er. Hey. Falsche bei der was? Schnell rein hier. Schließen Sie diese Tür ab und erst öffnen, wenn ich es sage. Juhu. Okay, war es das schon? Ich bezweifle es. Später noch brauchen. Ich spare mal ein bisschen Munition. Jeder, der reinkommt, stirbt. Und die, die nicht reinkommen, sterben. Arschlöchern gibt es auf dieser Welt. Ich muss mal meine Zone holen. Bis jetzt geht's mir gut. Alles chillig bis jetzt. Das ist ein großer. Mittelstarker. So, ich den als erstes ausschalten.
Jetzt wird es langsam actionlastig. Jetzt geht's hier mal los. Aber bisher bin immer noch bei 100. Ich verschwende hier nur Munition. Und am Eingang liegt noch einiges. Also wenn die Munition ausgeht, hole ich mir neue. Ihr bringt schön welche mit. Das war's. Das war's. Ich könnte ja noch Stunden. Ich hätte noch. Ich habe Zeit. Das war ganz Paderborn von. Das, was die in Paderborn zu bieten hatten. Alles klar. Die Kerle sind tot. Sie können. Amerikaner! Ist schon gut. Nächste Welle. Jetzt kommt der Große. Machen wir kaum Schaden. Ja, aber auch nicht. Und noch ein bisschen Bombenschutz. Hier ist noch irgendwo Heilung. Warum trifft das nicht? Verdammt mich. Gibt irgendwo eine Schwachstelle. Alles klar. Die Kerle sind tot. Sie können. Ist schon gut. Das ist durch die Große. Der Arm aus 3. Ah, verstehe. Ich verstanden, was machen muss. Die Down kriegen und dann zu dem hin rennen und dann wenn am Boden ist. Nahmen wir bisher nur in der ersten Runde. Muss zustechen. Die Kerle sind tot. Sie können. Amerikaner! Ist schon gut. Wo der seine Schwachstelle hat. Irgendwo leuchtet es da rot. Okay. Das ist ein elektrischer Dinger wahrscheinlich. Ja, da scheint aufzugehen. Heilung. Und hin dort.
und ihn dort. Schneidung wäre nett. Jetzt ist er verwundbar. Oh oh, oh oh. Heilung. Hier vorne war Heilung. Scheiße. Na komm. Ich glaube, das war's mit ihm. Puh. Das war ein Bosskampf. Alles in Ordnung, Blaskovic. Alles gut. Das war ein Bosskampf. Danke. Wie war noch sein Name? Wesley. Was ist mit dem Mädchen? Sie kommt mit uns. Holla, die Waldfee. Ich meine, wo kommt sie her? Ich habe sie aus einem Gefangenentransport nach Wolfsburg gerettet. Ihre Familie ist tot. Ich bin alles, was sie hat. Geheime Höhle. Er läuft ein bisschen langsam. Fotos, Briefe, Erinnerungen an die Familie. Ich sollte das mitnehmen. Okay, Notiz von Kessler. Ich werde deine Worte niemals vergessen, Brigitte. Hinterfragt das System. Steht auf für die Rechte eurer Mitmenschen, kämpft für Gleichberechtigung, seid freundlich zueinander. Und dafür haben sie dich ermordet. Ich will beenden, was du angefangen hast, Liebster. Werde ich je das Gefühl haben, dass Annette in Sicherheit ist? Vielleicht niemals. Sie will unbedingt ihre Freundin in Wolfsburg finden. Irgendwann werde ich sie gehen lassen müssen. Artikel 3. Anarchisten wegen Hochverrats eint. Drei Anarchisten, die als Studenten und Mitglieder einer örtlichen Terroristenvereinigung identifiziert wurden, wurden gestern durch Erhängen hingerichtet. Die Hingerichteten wurden wegen Hochverrats zu Tode verurteilt, nachdem sie gefährlicher gegen das Staatsoberhaupt gerichtete anarchistische Flugblätter auf öffentliche Plätze, wir spielen die deutsche Version, die zensierte Flugblätter auf Plätzen der Hauptstadt verteilt haben. In gewissen Kreisen des Studentenschaft verbreiteten sie die vergiftete Gedanken. Und das ist eine Gefahr für unser Land und die Männer. Jeden Tag der Front für uns in ihr Leben aufs Spiel setzen, erklärte Staatsanwalt Erich Dieterich vor den versammelten Zeugen, die der Hinrichtung beiwohnten. Nun verhalten muss mit aller Entschiedenheit und der Herzenstraf begegnet werden. Flugplatz, Studenten, erhebt euch. Mitstudenten. Unser großartiges Land wurde von einer Bande von Verbrechern als Geißel genommen, die dem freigestellten Denken der Studenten entgegenwirkt. Das Erziehungswesen wird systematisch durch die moralische Elite in Gestalt von Studentenanführern und Verwaltungsbeamten der Partei korrumpiert. Das ist eine Schande. Doch wenn die Zeit kommt, aufzustehen und seine Stimme dagegen zu erheben, ist die Stimme ohrenbetäubend. Kann es sein, dass wir nichts anderes verdienen, als wir bekommen? Unser Land war bereits in den Händen so vieler Tyrannen. Doch dieses Mal sind wir geschlossen in das Maul des monströsten Tyrannen aller Zeiten gesprungen. Ich weiß, dass viele von euch diese Meinung teilen.
Und ich weiß auch, dass viele von euch Angst haben, die Stimme zu erheben. Doch wenn ihr es tut, solltet ihr euch im Klaren darüber sein, dass sie euch holen werden. Sie werden unsere Jugend holen. Wenn die Zeit gekommen ist, werden unsere Brüder und Söhne in den Krieg geschickt, auf dass sie ihr Blut auf fremden Boden vergießen. Und es gibt nichts, das wir dagegen tun können. Schon mal hier im Blut auf dem tun können. Wollen wir es zulassen, dass diese Partei von Fanatikern uns in die Katastrophe führt? Oder werden wir den Kurs dieses Landes ändern, um eine Zukunft ohne Tyrannei zu erreichen? Ihr habt die Wahl, erhebt euch. Verteidigt den Namen unseres Landes. Lasst nicht zu, dass damit Schande besudelt wird. Steht auf gegen die Fanatiker unseres Regimes für ein neues und freies Europa, frei von den belastenden Fesseln der ideologischen Erziehung, für ein Europa, in dem alle gleich sind. Hebt euch denn schon bald zu spät, Brigitte Kessler, Studentin der Philosophie. Frierst du, meine Liebe? Ah. Mir geht's gut. Zeichen mundfusselig geredet. Agent Blaskovic, wir müssen los! Ja, schwimme ich oder was? Nee, steig ein. Meine Sachen. Hier. Oh, danke. Und? Wo fahren wir hin, Kessler? Nach Wolfsburg. Dort werden wir Helga finden. Und auch die Akte. Was ist denn Wolfsburg? Der Tod, Agent Blaskovic. Der Tod. Teil 2. Dass du die dunklen Geheimnisse der... Konnte ich nicht lesen. Ich dachte, wir waren schon bei... Welcher Tag ist heute? 17. März. Sonntag. Heute ist Feiertag. Ja. Dies ist ein Geschenk für meine Freundin. Ich habe es bei meinem Vater gemacht. Es ist doch Brauch, sich was zu schenken. Es sollte etwas Besonderes sein. Was ist das? Eine Katze. Ihr Lieblingstier. Ich wollte sie ihr geben, aber dann kam sie und... Es ist schon so lange her. Diese Stadt ist voller Geheimnisse. Durch ihre Geschichte ziehen sich Tod und Zerstörung. Und jetzt wühlt Helga in ihren verrotteten Eingeweiden mit der morbiden Neugier eines Kindes. Was ist in der Tasche? Flugblätter. Meine Frau hat früher welche verteilt, in der Hauptstadt. Das Regime hat sie dafür aufgeknüpft. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovic kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Kapitel 5, Wolfsburg. Ah ja. Agent Blaskovic, Sie suchen nach OSA Agent 2. Ich habe Bescheid gegeben, dass Sie kommen. Warum sind die so unproblematisch hier durchgegangen? Gut. So viel Tote für eine dumme Akte. Keiner hat geschossen auf dem Weg. Wenn wir sie nicht finden, werden es noch viel mehr. Annette und ich verstecken uns hier. Ich habe ein paar Funkgeräte vom Regime erbeutet. Damit sollten wir uns verständigen können. Nehmen Sie und steigen Sie jetzt aus und helfen Sie mir, das Boot unter den Steg zu schieben. Rundschaft freigeschaltet. Ich habe meine Liebe.
der Bäckerei. Benutzen Sie dasselbe Passwort wie zuvor. Na dann. Ein bisschen was mitnehmen. Munition und so. Und raus. Das wird wieder ganz wild. So, du und du. Ja, du Heilung. Panzerung. Okay, da kommt keine Verstärkung mehr. Eine sehr schöne Kulisse hier. Wo muss denn hin? Hier oben hin? Wo ist unser Ziel? Müsste irgendwo ein Gasthof sein. Hier? Nein. Uns mal ein bisschen um. Hier vielleicht. So. Okay, wo waren wir hier? Und los geht's. Mach Platz, den Großen. Ich teste dich. Das war echt eine blöde Idee. Na toll. Genau. Okay,
Scheiße, wo sind die? Warum lebt der noch, nachdem er zweimal und dreimal eine mit der Rumapfel bekommen hat? Seien Sie vorsichtig. Töten Sie nur, wenn es nicht anders geht. Wie bitte? Was? Ich soll jeden töten, den ich sehe? Wollte ich auch gerade sagen. Kann sie nicht verstehen, Kessler. Zu viel Störgeräusche. Ich soll jeden töten, den ich sehe. Ich glaube, hier müssen wir raus, oder nicht? Ja, oder nicht? Heilung. Das ist ganz wichtig. So, hier war nichts, hier war eine Sackgasse oder was? Aber wo jetzt lang? Hier lang? Da kann man doch überhaupt erst raus. Hier muss es irgendwie lang gehen. Blick nach oben. Ja, wir haben unsere Munition. Okay. Aha, wie geht's raus? Na toll. Dann bin ich wieder einen großen. Haben die hier irgendwo einen oder? Dann würde ich den von hier oben besiegen. Na komm. Komm her, mein Großer. Mal den großen im Daumen. Wow. Der große muss doch irgendwie down zu kriegen sein. Ja. Heilung haben wir oben nicht.
doch möglich, dass er seine kleinen Gruß loszuwerden. Verdammt.